Das Besondere an der Kulturschiffen Kalender in meinen Augen ist, dass sie eine ganz, ganz spannende Schnittstelle ist zwischen Kulturpolitik auf der einen Seite, also Politik, und zwischen der Wissenschaft, zwischen den Leuten in den Museen und den Forschungsinstitutionen und der Wirtschaft, wo dann die Sponsoren herkommen, die dann die Projekte mitfinanzieren müssen, sollen, wollen, die wir uns ausdenken. Und diese Plattform kann man großartig ausnutzen zum Aufgreifen kulturpolitischer Themen. Und ich glaube, das ist auch das, was der neue Generalsekretär vorhat. Und das unterstütze ich sehr.